Dann schlage ich vor, wir gehen jetzt zu den Lightning Talks über. Wer möchte einen Lightning Talk halten? Gut, dann haben wir zwei Lightning Talks. Kurzentschlossene können sich am Schluss dann auch noch melden. Bitte, der erste Lightning Talk von Herrn Nutz. Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Reinhard Mutz. Ich bin Präsident von WPIA. Das spricht sich World Privacy and Identity Association. Der Verein ist in Graz gegründet worden am 10. Dezember 2016 und hat zum Ziel, die Sicherheit im Internet durch die Vergabe und Verteilung von digitalen Zertifikaten deutlich zu erhöhen. Zertifikate haben die Aufgabe, unter anderem die Identität desjenigen zu beweisen, der das Zertifikat in Verkehr gibt. Wann gibt man ein Zertifikat in Verkehr? Zum Beispiel, wenn man eine E-Mail schreibt und diese E-Mail signiert. Dass man dann auch noch hingehen kann und kann diese E-Mail verschlüsseln, ist ein angenehmer Nebeneffekt. Aber das Wesentliche ist, dass eine E-Mail von demjenigen kommt, der behauptet, ich zu sein. Eine E-Mail, die signiert wurde, ist fälschungssicher. Und mit diesen einfachen Sätzen, verbunden mit einer Schulung, weil viele Leute das einfach nicht wissen, bin ich in der Lage, Angriffe auf Firmen wie beispielsweise Phishing zurückzuweisen. Sollte in einer Firma, die konsequent Zertifikate einsetzt, gar nicht mehr möglich sein, dass eine Sekretärin hingeht und Überweisungen nach China oder irgendwohin ausführt auf dieser Welt in Millionenhöhe und die Firma hat nachher ein Problem, weil sie das Geld eigentlich für andere Aufgaben eingeplant hat. Die Dinge passieren, das wissen wir. Wir haben den Verein gegründet, um einen sogenannten Trust Service Provider zu errichten. Trust Service Provider sind die Stellen, die solche Zertifikate signieren und dafür Sorge tragen, dass auch die Validierung des Antragstellers und so weiter durchgeführt wird nach ganz klaren Richtlinien. Die Richtlinien dazu sind beispielsweise die Baseline Requirements vom CAP Forum. Es sind die Richtlinien Web Trust von den kanadischen Wirtschaftsprüfern. Oder aber im Bereich EIDAS die entsprechenden Vorschriften im Bereich der Identifikationsdienste. Wir haben als Verein mittlerweile mit dem deutschen TÜV und hier die Geschäftsstelle Essen einen Vertrag unterschrieben über eine Auditierung. Diese Auditierung bezieht sich auf drei verschiedene Zertifikatstypen. Alles Typen, die zu den nicht qualifizierten Zertifikaten gehören. Und wir hoffen, dass wir jetzt zügig hintereinander diese Sache mit Erfolg abschließen können. Angefangen mit dem TÜV haben wir im letzten Jahr, und zwar im Februar gab es ein Meeting in Essen. Wir haben die Abläufe diskutiert und so weiter. Im September wurde der Vertrag unterschrieben. Und dann gab es halt mehrere Zeitverzögerungen, mal von deren Seite, mal von unserer Seite aus. Wir erwarten den Abschluss der Dokumentenprüfung zum Ende Juli diesen Jahres. Das sind also noch 2 Monate, gut gesagt. Und dann geht es weiter und dann wird also das Rechenzentrum in Augenschein genommen. Und am Ende bekämen wir dann auf den Webseiten vom TÜV ein für jedermann sichtbares Zertifikat. Und das heißt ganz einfach, man kann unseren Zertifikaten in dem Sinne vertrauen, dass die Arbeit, die wir leisten, vom TÜV geprüft wurde mit den Vorschriften, die wir selber an die Öffentlichkeit geben und wo wir auch beschreiben, wie wir arbeiten. Der TÜV macht nichts anderes, als zu prüfen, ob diese Sachen mit den allgemeinen gültigen Vorschriften von den 3 genannten Organisationen übereinstimmen. Wenn ja, ist die Zertifizierung erfolgreich. Wenn nein, müssen wir nachbessern. Ich habe am Samstag 16 Uhr noch einen Vortrag, der dauert etwas länger als heute. Wer sich für diese Fragen interessiert und auch Fragen an mich hat, ist herzlich eingeladen, entweder am Stand vorbeizukommen, das ist hier draußen,
Wir haben da zwei Bildschirme laufen. Auf einem laufen auch verschiedene Filme von mir, verschiedene Vorträge und so weiter. Ich kann also da durchaus auch den Ton anstellen, weil wir Kopfhörer haben. Und bin auch gerne bereit, weitere Fragen dort im Gespräch zu beantworten. Morgen und auch am Samstag sind wir dort. Und wie gesagt, am letzten Tag 16 Uhr der Vortrag. Ich lade euch ein, vorbeizuschauen. Wir haben auch unter anderem die Möglichkeit, neue Leute in das Projekt mit zu integrieren. Wir sind ehrenamtlich tätig. Und die ganze Geschichte darum, wie wir Geld organisieren und so weiter, kann ich da erklären. Ich glaube, meine 5 Minuten laufen gerade runter. 20 Sekunden habe ich noch. Ganz einfach, gewerbliche Wirtschaft kann von gemeinnützigen Vereinen nicht kostenlos bedient werden. Das verbietet sich mehr oder weniger von selbst. Wie schaffen wir es der gewerblichen Wirtschaft, trotzdem kostengünstig Zertifikate zukommen zu lassen? Das ist ganz einfach. Wir haben eine Genossenschaft gegründet am 10. Dezember letzten Jahres, 2018. Diese Genossenschaft hat also auch mittlerweile Mitglieder außerhalb unseres eigenen Kreises. Und wer sich dafür interessiert, ist herzlich eingeladen, mit einer Zahlung von 100 Euro Anteil können Sie Mitglied der Genossenschaft werden. Und sollten Sie die Genossenschaft wieder verlassen wollen, bekommen Sie die 100 Euro Geschichten einfach zurück. Das war's. Danke für die Aufmerksamkeit. Wenn Sie jetzt Fragen haben, ich würde sie beantworten. Vielen Dank. Nein, ich habe keine Fragen.